Herzlich willkommen, ihr lieben Gartenfreunde. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir seid, denn es geht ja jetzt gleich auch schon wieder los. Hier bei Ovango Network haben wir uns schon viele Gedanken gemacht, wie wir die Gartengesundheit und die Vegetation etwas pflegen können. Dann fangen wir heute mal an mit unseren Obstbäumen. Wir wollen einen guten Ertrag haben und da greifen wir auf ein sehr traditionelles, altes Gartenwissen zurück, was also wirklich zur Gesunderhaltung unserer Obstbäume quasi immer schon gedient hat. Das ist das sogenannte Kalkanstreichen oder der Kalkanstrich, manchen auch bekannt als Weißanstrich, der tatsächlich ganz, ganz tolle Dienste leisten kann. Denn es geht tatsächlich um die Zeit im Winter und am späten Winter und am Spätherbst, wo tatsächlich die Temperaturen sehr unterschiedlich sind. Und das kann für unseren Baum durchaus auch an der Oberfläche etwas gefährlich werden. Heute sieht man das ganz schön, dass wir hier zum Beispiel eine Sonnenseite haben. Es ist kein frostiger Tag, aber es ist in dem Fall der Spätwinter. Und die sonnengerichtete Seite, die Rinde, die erwärmt sich langsam. Wohingegen die Schattenseite in ihrer alten Temperatur erhalten bleibt und dadurch entstehen sogenannte Spannungsrisse. Spannungsrisse, die sehen nicht nur nicht so schön aus, sondern sind eigentlich auch etwas bedrohlich für die Bäume, denn dort können sich auch über den Winter insbesondere Larven einnisten, Ungeziefer einnisten und auch Pilze. Und das gilt es tatsächlich zu vermeiden. Die andere Variante ist, dass wenn es noch sehr, sehr kalt ist, der Boden gefroren ist, aber die Sonne schon scheint, so wie zum Beispiel heute, dann ist der Baum bestrebt, bereits diese saftfördernden Zellen zu aktivieren. Sie wollen Saft aktivieren und dieser Saft wird normalerweise durch die Wurzeln transportiert. Ist also der Boden noch gefroren, sprich die Wurzeln, kann kein Saft gefördert werden und da entsteht ein Unterdruck, der dann zu diesen ganz sichtbaren, senkrecht verlaufenden Spannungsrisse führt, eben durch diesen Untergrund. Ich möchte es mal kurz zeigen. Kann man hier wunderbar sehen, wie also dieser Spannungsriss direkt vom Astansatz bis hinunter einmal bis zu der nächsten Biege geht. Also direkt senkrecht, das ist ein Zeichen dafür, dass ein Unterdruck entstanden ist. Der nächste Vorteil, wenn man einen Kalkanstrich macht, ist, dass wir durch diesen Kalkanstrich die Sonne reflektieren lassen. Das heißt, die Rinde erwärmt sich nicht so schnell. Das hat einen weiteren sehr, sehr positiven Effekt, nämlich den, dass die Knospen später anfangen auszutreiben. Warum? Wir denken an die Spätfröste. Die Spätfröste, die also schon, wenn der Frühling da ist, aber nochmal heftig zurückkommen, die können diese Knospen tatsächlich verletzen. Und wenn die Knospen nicht ausblühen, entsteht auch keine Blüte und je weniger Ertrag haben wir. Also es hat viele tolle Aspekte. Und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los und ich zeige Ihnen, was wir dazu brauchen. Also, jetzt sind wir hier an meinem kleinen Arbeitstischchen, ganz, ganz wichtig, und das sollte man wissen, Kalkanstrich oder Kalk oder auch Calciumcarbonat, das ist ätzend. Das heißt, schützen Sie bitte Ihre Haut und insbesondere auch mit einer Schutzbrille oder wie auch immer, dass die Augen geschützt sind. Auch wenn man ein bisschen aussehen wie Fliege Puck, aber muss einfach sein. Ja? So, meine ist jetzt schon etwas älter. Die Durchsicht ist nicht mehr so gut, aber es reicht auf jeden Fall aus. Ach so, nee, als erstes würde ich vorschlagen, da kann ich die Brille nochmal absetzen, müssen wir natürlich unsere Baumoberfläche etwas präparieren. Wir präparieren in diesem Sinne, dass wir wie bei einer Haut, der Haut ein Peeling verpassen, nämlich der Rinde. Denn entfernen wir bitte alle groben, überstehenden Dinge. Wir brauchen keine glatte Oberfläche, aber durchaus eine Ebene, denn auch in diesen Rindenabschnitten, die schon ein bisschen abgestorben sind und so wegstehen, können sich auch wieder die Larven einnisten und das wollen wir ja eben vermeiden. Dazu nehmen wir eine Wurzelbürste,
einen Spatel und eine Drahtbürste zur Hilfe. Denn wir wollen alle Moose entfernen, alle Flechten entfernen, dass wir also möglichst direkt an die schöne Oberfläche gelangen. Aber bitte, Vorsicht, denken Sie immer, Sie würden Ihr eigenes Peeling im Gesicht machen. Hier nicht drücken wie Hammer Schmied, ja, sondern vorsichtig dann hingehen. Na? Also, jetzt zeige ich das mal kurz. Ich teste immer erstmal an. Ich habe ihn ehrlich gesagt aber auch schon vorbereitet, aber einfach mal zu zeigen, was los ist. Schauen wir einfach mit der Bürste mal so ein bisschen. Junge Bäume im Übrigen müssen natürlich nicht so präpariert werden, denn die Oberfläche ist in der Regel einfach glatt. So. Mit dem Spachtel, ich gehe jetzt mal kurz noch mal auf die andere Seite, denn da habe ich noch gesehen, hängt noch ein bisschen was von der letzten Banderole, Schutzbanderole, die ich da verpasst habe. Also auch bitte hier vorsichtig den Baum nicht verletzen. Ja, das ist ja auch ein Lebewesen. Das müssen wir ganz toll behandeln. Und je sanfter und vorsichtiger. Also auch wenn jetzt hier was ist, ich würde die Rinde nicht wegmachen, weil ohne Rinde hat der Baum auch wenig Schutz. Also das erhalten wirklich nur grob. So ein bisschen da drüber gehen, da sieht man schon, ein bisschen was huscht noch weg. Also, tolle Sache, soweit reicht das Ganze jetzt in dem Sinn. Und dann können wir das Werkzeug auch weglegen. Und jetzt ist es wirklich wichtig, Brille auf, aua, aber macht nichts. Vielleicht habe ich den Baum schon etwas zu fest gepielt, dass er sich jetzt gleich beschwert hat. Aber ich glaube, das ist nicht so. So, Handschuhe an. Am besten einen schönen Waschel nehmen. Waschel deswegen, der ist entsprechend schön weich, kann gut da auch eintauchen, denn wir wollen ja den Pilzen und den Schädlingen auch den Gar ausmachen. Das heißt, mit diesem ätzenden Kalk können wir schon ein bisschen was bewirken. Also schöner weicher, wenn es nicht anders geht, auch, aber bitte darauf achten, dass er etwas weicher ist. Ich möchte den Schwabbel nehmen. Dann habe ich hier, ich habe da mal was vorbereitet. Also Sie bekommen ganz normal im Handel natürlich auch den sogenannten Weißanstrich oder Kalkanstrich. Ich habe das große Glück, eine Landfrau an meiner Seite zu haben, beziehungsweise ich kenne sie. Und die macht mir den Kalk immer so, wie das früher in der Tradition auch gemacht wurde. Im Übrigen, die Landwirte kennen dieses Wissen schon sehr, sehr lange, denn um den Boden von der Versauerung zu schützen, sprich die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, hat man schon seit Jahrhunderten tatsächlich auch Kalk verwendet, denn das ist das, was das Gleichgewicht, den pH-Wert wunderbar erhält. Also, ein bisschen feucht gemacht ist dieser Waschel. Die Konsistenz, ich sage immer, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut sehen kann, ein bisschen flüssiger als Ihr Pudding, den Sie so zu Hause haben. So kann man sich das gut vorstellen. Also alle Köche unter euch, die werden wissen, was ich meine. Also nicht zu zähflüssig und nicht zu flüssig. Also ich drehe es jetzt mal ein bisschen. Brauchen wir auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann legen wir einfach mal los. Man sollte ungefähr einmal jährlich schon anfangen, den Baum zu verwöhnen. Hier, das ist jetzt wie eine Maske sozusagen und sieht im Übrigen nicht nur schön aus, sondern der wäscht sich natürlich auch im Laufe der Zeit wieder durch den Regen ab. Was aber gewollt ist und was eine tolle Sache ist, denn dieser Kalk, dieses Calciumcarbonat, durch dieses Auswaschen geht das Ganze in die Erde hinein und sorgt also für ein ganz tolles Milieu außenrum. Im Übrigen ein Indikator, dass im Kalkmangel herrscht, sind tatsächlich Moose, kennen Sie?
Ackerschachtelhalm oder auch der Hasenklee. Also wenn Ihr Rasen da viel von drin enthalten hat, dann ist Ihr Rasen auch mal wieder gar nicht traurig, wenn Sie ihn mal kalken. Das machen wir im Übrigen im nächstfolgenden Video, was kommen wird. Dann zeigen wir Ihnen hier, wie man das Ganze auch anstellt. Also jetzt sind wir hier noch trotzdem bei unserem Baum und Sie sehen schon, der wird klasse weiß. Nicht zu dick einkleistern bitte. Lieber zweimal streichen. Das ist sinnvoller, dass man das antrocknen lässt. Deswegen sollte man auch immer einen Tag wählen, wo ein bisschen die Sonne auch scheint, dass es gut antrocknen kann. Aber man muss kein großer Malerkünstler sein. Nur ein bisschen auf sich achten. Ich verschwinde jetzt wahrscheinlich aus dem Bild, aber so ist das Ganze. Im Übrigen ist Kalk alkalisch, eben durch diesen tollen pH-Wert und gleichzeitig dadurch auch antibakteriell. Also selbst die Pilzsporen, die sich hier in diesen Ritzen einnisten, die kann man da ganz, ganz, ganz gut damit den Gar ausmachen einfach. Ja? Sogar schneller als ich gedacht habe, aber das liegt an meiner tollen Waschel. Und jetzt lassen wir das mal schön trocknen, antrocknen und dann noch mal so zum Schluss sei gesagt, ein kleinen Abspann sozusagen. Tun Sie das, versuchen Sie das, schauen Sie, dass Sie auch den Bäumen was geben. Ja, dass wenn wir was wollen, müssen wir auch ein bisschen was geben und sie danken es einem unbedingt. Also nochmal, Kalk können wir gut auch im Fachhandel erhalten oder auch Weißanstrich genannt. Das ist keine große Sache. Das Einzige, was wir bedenken sollten, Sicherheit ist auf alle Fälle an erster Stelle zu sehen. Also hier die Fliege-Puck-Brille aufsetzen und Freude haben an dem, was man tut, und sie werden dann die Ernte, und zwar auch im Herzen ernten, dass es eine tolle Sache ist. Wenn euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich ganz besonders auch über ein Like freuen, oder wenn Sie ein Abo aufnehmen möchten, denken Sie an die Glocke da oben, denn Sie werden immer informiert und auf den neuesten Stand gehalten. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal große, große Freude. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und das nächste Mal unbedingt dran denken, der Rasen wird gekalkt. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe. Ihr kriegt wieder ein dickes Herz von mir und bis zum nächsten Mal hier bei Ovango Network.